Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er war redekundig und in der Schrift bewandert. Wunderbar, jemand, der in der Schrift bewandert ist, der nicht nur ein Talent hat, gut zu reden, sondern der auch das Wort Gottes wirklich kennt. Und das ist wichtig für uns, dass wir im Wort Gottes schon sehr, sehr gut verwurzelt sind, dass wir im Wort Gottes leben, es immer mehr kennen. Aber da war mehr noch bei diesem Apollos. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Ja, er hatte schon viel gehört über Jesus, er hatte viel zugehört, die Lehre Jesu. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vieles wusste von aus der Bergpredigt, die Nächstenliebe, die Feindesliebe, wie man als Christ leben soll, wo Jesus gesagt hat, ihr sollt sogar eure Feinde segnen und so weiter. Und er trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch er kannte nur die Taufe des Johannes. Er kannte nur diese Taufe von Umkehr. Und Johannes hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der wird euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Und darum geht es. Und das wusste dieser Apollos scheinbar noch nicht, obschon er mit viel Kraft und mit Feuer schon das Wort Gottes verkündigt hat. Und es ist wichtig für uns, dass wir im Feuer des Heiligen Geistes getauft werden, dass wir, wie Jesus sagt, neugeboren werden. Das ist die Taufe, die wir empfangen müssen. Das geschieht natürlich auch durch die Taufe, wenn wir auf Christus im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes getauft werden. Wir kennen zusätzlich die Firmung, wo dann der Bischof kommt, normalerweise der Bischof, und dann unseren Glauben eigentlich bestätigt. Aber viele haben darüber hinaus auch noch erlebt, wie sie die Erneuerung der eigenen Taufe dann ganz erlebt haben, ganz bewusst ihr Leben dem Herrn übergeben haben und dann auch mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wurden. Darum geht es. Und dann hat er gepredigt. Und ein Ehepaar, Priscilla und Aquila, die hörten ihm zu. Und sie nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Ist das nicht wunderbar? Die hatten wahrscheinlich diese Erfahrung gemacht von dieser Erfüllung, dieser Taufe im Heiligen Geist. Und dass sie neu geboren waren durch den Heiligen Geist, so wie die Jünger an Pfingsten erfüllt wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ja, der Heilige Geist sie bewegte, sie drängte zu predigen, Jesus zu bezeugen. Und Apollos lässt das zu. Er ist ein demütiger Mann. Er will aber Jesus noch mehr und noch tiefer kennenlernen. Und so lässt er sich den Weg Jesu noch genauer darlegen. Er lässt sich unterweisen. Er, der selbst schon so etwas wie ein Lehrer war, er ist sich nicht zu schade und er öffnet sein Herz, um noch tieferes Verständnis für Jesus und für seinen Weg zu bekommen. Bitten wir den Herrn, dass auch wir in der Kraft des Heiligen Geistes getauft werden, dass an uns das geschieht, was an Pfingsten mit den Aposteln geschehen ist, dass an uns das geschieht, was Jesus Nikodemus gesagt hat, du musst von oben oder von Neuem geboren werden. Und was Johannes der Täufer gesagt hat, ich taufe mit Wasser, ihr aber werdet mit dem, er, der kommt, der nach mir kommt, er wird euch mit dem Feuer, mit Heiligem Geist taufen. Bitten wir um diese Gnade. Und das ist auch das Gebet, das Jesus sicher erhören möchte, wenn wir im Evangelium dann heute lesen, dann sagt er, was ihr vom Vater bitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Als erste Gabe von allen möchte er uns den Heiligen Geist geben. Denn wenn wir im Heiligen Geist leben, dann kann er uns führen. Dann wissen wir auch, was vor Gott richtig ist. Und er kann uns dann besser leiten und formen. Bitten wir um den Heiligen Geist in dieser Zeit vor Pfingsten immer wieder.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.